Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 15. März 2022. Unser DAX hat sich heute vorwärts getraut und muss schon sagen, da die Schritte, die waren sehr, sehr, sehr überlegt. Das wirkte sehr unsicher. Er hat hier ein paar schwere Steine in seinem Rucksack drin, oder sie, und ist nicht ganz so selbstsicher aufgetreten. Also hoppala. Wir haben auf jeden Fall das Auftreten gesehen. Wir hatten darüber gesprochen, ne, dass es wichtig wird, ob es sich nach also eigentlich haben wir gesagt, ne, der Start wird entscheiden. Ne? Wie zeigt er sich zum Start? Kommt bei Abwärtskip rein, dann sollte es sich hier weiter runterdrücken können, bis in die 270 rein, sollte hochkommen. Hat man gesagt, so die 8, die 8, 13.880 bis 13.900, so eine erste Station. Und dann sollte darüber eben auch noch weiterkommen. Und das wurde dann eben ein bisschen, ich sag mal, boykottiert, ne, von den Amerikanern. Die haben unheimlich schwach gehandelt. Auch der chinesische Markt unheimlich schwach gewesen ist. Und nichtsdestotrotz steht unser DAX eine ganze Latte oberhalb des Freitagsschluss. Ne, das darf man jetzt wirklich mal hier mit dem Lineal kurz abtragen und sich auf die Zunge zergehen lassen. Weil wir haben 355 Punkte im Plus geschlossen. Das ist ein Kurszuwachs von knapp 2,65%, und das ist schon jede Menge Holz. Also das ist jetzt auch nicht einfach wenig oder kleiner Überschuss, das ist schon deutlicher, man kann schon fast sagen, eine Overperformance, ne? Gegenüber China, gegenüber amerikanischen Titeln. Und deswegen muss man jetzt so vorsichtig sein, wie man am Dienstag mit dem DAX umgeht. Wenn der nämlich jetzt steigt und der kommt sogar vielleicht mit dem Aufwärtscap rein, und da hacken jetzt ja alle Short rein, weil ja die Amerikaner so schwach sind und China so schwach sind und der DAX ja fallen muss, dann wird er aber einigen zeigen, dass der Trend wichtig ist und nicht, was irgendein anderes Asset macht und schon gar nicht, dass den DAX irgendwie zu interessieren hat, was die Amerikaner oder was die Chinesen machen halt, ne? Also in dem Sinne sollte man da wirklich aufpassen, der sucht sich dann halt einfach seinen Weg und der Weg, der wird dann sehr wahrscheinlich nach oben gehen, rein in die ganzen Stops, die dann da reingeworfen werden. Also da würde ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, da sollte man sehr, sehr, sehr trendbewusst auch bleiben. Wenn rote Kerzen kommen, kann man sich immer noch hinstellen und kann sagen, okay, shortet den Markt jetzt, Amerikaner sind schwach, China ist schwach und so weiter und so fort. Wenn rote Kerzen immer erlaubt mitgehen, da habe ich nichts dagegen. Aber wenn er Stärke zeigt, dann würde ich mich da nicht in den Weg stellen. Weil im Zweifel passiert Folgendes: Der DAX steigt hoch. Ihr sitzt in Short drinne bei 13. Ich sage jetzt mal, der öffnet hier 13.89. Ihr haut alle Short rein. Der DAX steigt auf 14.050. In der Zwischenzeit macht China und der Nasdaq unten noch ein Tief. Schön nochmal ein schnelles Tief unten rein. Der DAX hält sich hier stabil. Und dann machen die plötzlich von dem Tief weg einen V nach oben. Steigen kerzengerade nach oben. Der DAX steigt nochmal 100 Punkte, steht dann bei 14.150. Und dann fangen die Amerikaner und Chinesen an, richtig nach oben durchzuboosten. Hauen richtig lange grüne Tageskerzen. Und der DAX macht den nächsten Tag das nächste Aufwärtsgap. Steht bei 14.250. Ihr seid short im DAX, weil ja die Amerikaner und Chinesen so schwach sind. Der DAX steht viel, viel, viel weiter oben. Und plötzlich sind aber auch die Amerikaner ziemlich stark so. Und dann kriegen es die meisten gar nicht mehr hin, dass sie dann einfach sagen, okay, jetzt schließe ich aber mein Trade, weil die Amerikaner sind ja doch stärker. Nee, nee, die sitzen dann ihren Short aus, bauen danach, suchen sich dann Nachrichten, die dafür sprechen, dass der Short ja noch aufgehen muss und so weiter und so fort. Also das ist dann so sehr fehleranfällig, ne? Deswegen lieber nach den Kerzen gucken, sich auch nach der Bewegung orientieren, mit dem Markt handeln, wesentlich empfehlenswerter, als dann irgendwie so ein Cross-Trading zu machen und es jetzt miteinander gegenüberzulegen, die einfach auch nachweislich keine 100% Übereinstimmung haben, ne? Egal, ob man den Nasdaq oder chinesische Indizes nimmt oder den Dow Jones oder den S&P, kann man über den DAX drüberlegen. Sie bewegen sich zwar grundsätzlich leicht synchron, ne? Das heißt, wenn der eine Markt steigt, steigt auch der DAX. Wenn der andere fällt, dann steigt auch das andere. Aber dieses Hinterherrennen, was viele immer daraus deuten, das gibt es eigentlich nicht. Ne? Also auch wenn man wirklich mal die Charts wirklich mal nebeneinander legt und guckt, okay, ist denn der eine eher gefallen wie der andere, ist das in der Regel gar nicht die Sache, sondern jeder Markt läuft einfach sein Muster ab. Ne? Jeder Markt hat für sich selbst legitime Muster, die vollständig abgearbeitet werden. Ich weiß, das sehen ganz, ganz, ganz viele anders. Das gibt auch immer ganz, ganz viele böse Kommentare, wenn ich sowas mal sage. Aber das ist einfach Fakt. Ne? Es ist einfach Fakt. Und mir hat noch nie einer von
von denen, die da wirklich gegenbuttern, nachweisen können, dass sie das profitabel auch anwenden können. Dieses, naja, der DAX macht eh das, was der Dow Jones vorgibt. Alle, die das behaupten, davon hat mir noch nie einer irgendwo eine positive Performance nachweisen können. Ne? Und deswegen ist das für mich auch immer sowas, wo ich sage, also ich kann damit nichts anfangen. Wenn jemand was damit anfangen kann, gerne. Ich bin für Beweise offen, ne? Ich bin da immer, ich ändere gerne auch mal meinen Blickwinkel. Aber solange mir das keiner beweisen kann, dass man das so profitabel umsetzen kann, ignoriere ich das halt einfach auch, ne? Das heißt, ich gucke mir das gar nicht an. Dann macht der Nasdaq halt noch unten tief, dann macht der Dow Jones noch unten tief. Wenn die sich dann aber schnell wieder hochdrehen, kann der DAX trotzdem weiter steigen, ne? Und dann spielt das wieder ineinander und dann sagen die, naja, jetzt ist der DAX ja gestiegen, weil die Amerikaner plötzlich so stark waren. Das aber vorher auch gestiegen ist, das wird dann einfach so verschluckt. Und deswegen, wir gucken den DAX, wir bewerten auch den DAX, wenn wir den DAX handeln. Wenn wir Amerikaner handeln wollen, gucken wir die Amerikaner an, analysieren die Amerikaner für sich. Dann kann das auch mal dazu führen, dass man vielleicht in dem einen Markt long orientiert ist, in dem anderen Markt short, obwohl alle Welt immer sagt, naja, beide laufen ja gleich. Funktioniert aber. Ne? Und das ist ganz wichtig, das ist ja eigentlich so ein bisschen die Kernbotschaft, die ich da gerne noch mitgeben wollte, da einfach nochmal zu überdenken, wer vielleicht auch in solchen Routinen fest drin hängt und das einfach ein bisschen, sich ein bisschen dafür zu öffnen, dass ein Markt auch unabhängig seiner gedachten Vorgaben einfach agieren kann. Und wie gesagt, es sind so viele, da könnt ihr davon ausgehen, selbst wenn ich das Video erzähle, wird es genügend geben, die, wenn der hier hochkommt, die dann da einfach Short reinputtern, weil ja die Amerikaner und die Chinesen so schwach sind. Und von daher glaube ich, hat der Dienstag fast das geilste Potenzial auf der Oberseite. Wenn er sich hier noch schön eintriggert, wenn er sich durchschwingt, kann das durchaus was werden. Sollten wir aber gar keine Stärke sehen, kann er natürlich auch keine Shorts ärgern. Ne, das heißt, sehen wir keine Stärke, uns den drückt direkt runter. Wir sind jetzt um 13.897 rausgegangen. Sollte er beispielsweise tiefer reinkommen, deutlich unter 900, eher vielleicht sogar unter 850, unter 800, dann hier unten Gap Close. Wäre erste Ziel, ne? 5,45, kleine Zwischenstation hier im Bereich um 700. Das sieht ganz interessant aus. 706,70. Kann er sich auch nochmal kurz stabilisieren und dann in den Gap Close. Das bleibt auch interessant, ne? Kriegen wir hier Druck nach unten. Definitiv interessante Anlaufstelle hier dann. Auch das Gap sollte man nicht vergessen bei 13,15. Ja, das heißt, kommt Schwäche durch den Markt, hat er definitiv auch Potenzial, den Amerikanern hinterher zu rennen. Das sage ich ja gar nicht. Ne, dass wir dann auch bitte nicht die Worte im Mund verdrehen. Mir geht es bloß darum zu sagen: Hey, wenn denn Stärke am Dienstag kommt, nicht dagegen stellen. Darum geht's nur. Dass der unten auch hinterher rennen und schnell machen kann. Also, da bin ich doch voll dabei. Das sehe ich sogar genauso. Ne, wenn der hier unter 18, 13.800 verschwindet, glaube ich schon, dass der ein bisschen Dynamik auch reinnehmen kann, um einfach so auch so ein bisschen diese positive Überhaltung oder diese Overperformance einfach ein bisschen abzubauen gegenüber dem Gesamtmarkt. Ne? Ganz unabhängig von den Amerikanern, einfach um das ein bisschen rauszunehmen. Ne? Das heißt, unter 13.800, denke ich schon, 700 und Gap Close hier als ersten Station und gegebenenfalls vielleicht sogar noch eine Schippe dann im Wochenverlauf mehr. Aber das Risiko und das eigentlich Knackige sehe ich fast oben raus, weil das könnten dann wirklich so Tage werden, die dann echt richtig überraschen und die richtig lang rausgehen. Also auch so eher Richtung fast 14.400, würde ich dann sagen, weil die Leute dann einfach zu dagegen stehen. Die hauen da einen Short nach, wirklich, selbst wenn ich das vorher sage, machen die trotzdem. Und der klatscht einen Short nach dem anderen an die Wand, das müssen wir beobachten. Also wenn, ich fände es schön, wenn das vielleicht anspielt, ne, weil das sind eigentlich leichte Trading-Tage dann. Wenn viele verlieren, das ist immer relativ einfach, mit technischen Mustern einfach Gewinn aus dem Markt zu ziehen. Und das ist so ein typischer Brain-Fucker. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll halt, ne? Das ist so ein, der läuft halt. Also wenn er das anspielt, dann hat er, glaube ich, wirklich leichtes Spiel. Nein, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten unter 1800 definitiv bin ich bei euch. Kann er runter, kann er auch nachholen. Will ich aber eben auch erst sehen. Dann will ich erst sehen. So, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier zu und wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.